Alter, hä? Jetzt geht gerade irgendwas voll mit mir durch. Warum auch immer. Ist halt so. Kann man nicht ändern. Naja. Ich will jetzt endlich mal den verkackten Earl hier schaffen. Kann doch nicht sein, dass ich so viel Pech habe bei diesem... bei diesem scheiß Sprint, ja. Vor allem ist er dann wieder doch so relativ lang. Pisst mich langsam doch schon so an. Weil der jetzt langsam einen Rundkurs gleich kommt, sage ich mal. Weil ich den schon zweimal verkackt habe. Und das so quasi zwei Runden waren. Weil ich ja eigentlich mal kurz vor dem Schluss rausgeflogen bin. Also erst in der zweiten Position bin. Und deshalb kommt er langsam einem Rundkurs gleich. Tja. Aber was will man machen? Ich meine, der Part hat, also die Aufnahme hat schon richtig mit Fails angefangen. War das so, dass ich da zweimal neu starten musste oder so? Oder einmal? Weiß ich nicht. Doch zweimal neu starten. Da hatte ich es doch richtig verkackt. Deshalb, naja. Kein Wunder. Und das, obwohl heute weder der 13. ist, noch er der Typ, die Nummer 13 ist, wie bei Big. Ja. Und ich weiß auch, ich werde bestimmt mich das nächste Mal auch nicht einfahren. Allein schon, ja. Gut, das macht sich sowieso, glaube ich, ein bisschen schlecht. Weil ich für diese Synchronisation, dass die Parts relativ gut zusammenpassen mit dem, was ich sage. Das muss ich halt machen, wenn diese Tante da am Anfang diese Ansage macht, so dass ich da teilweise ein bisschen den Text mitspreche, damit ich da die Synchronität messen kann. Wenn ich jetzt hier mich quasi vorher noch einfahren würde, egal wie, dann müsste ich entweder alles mit aufnehmen, was ich kacke fände, weil wegen Größe der Datei und sowas. Und ja. Boah, meine Nase wird langsam wieder ein bisschen zu. Mein Hals kratzt auch schon so langsam. Das, obwohl es eigentlich gar nicht so kalt hier im Zimmer ist. Na, ich glaube, das macht halt auch dieses permanente Sprechen. Was ich irgendwie wohl immer noch nicht ganz gewohnt bin. Ich muss sagen, ich glaube, der Speedbreaker fühlt sich schneller auf als das Nitro. Jetzt haben wir wieder 5 Sekunden Vorsprung. Und ich meine, so wirklich richtig dolle mega verkacken tue ich jetzt hier ja auch nicht. Es ist ja nicht so, dass der jetzt übel was rausholen könnte. Und natürlich jetzt die scheiß Kurven an diese engen Stellen, na, die kann ich auch nicht ab. Komm halt noch. Alter, jetzt hat der Speedbreaker gerade wieder nicht funktioniert. Also zweimal drücken, weil das hat schon eine kleine Verzögerung gebracht. Könnte sich hier auswirken. Ja, und jetzt ist er auf einmal wieder so extrem nah. Ich meine, so viel kmh nimmt der Speedbreaker doch gar nicht mit. Also hoffe ich eigentlich. Jetzt wird es wieder extrem knapp, also. Bitte kein Verkehr kommen, bitte nur irgendwo gegenfahren. Mehr kann ich jetzt auch nicht beten, sag ich mal. Oh, das war schon wieder knapp. Wieder fast gegen eine Wand gebrettert. Aber wie es aussieht, haben wir es jetzt endlich mal geschafft. Und wir waren von der Zeit sogar schlechter. Oder fast gleich wie letztes Mal. Nur er war diesmal schlechter, das ist gut. Ich trinke einen Schluck. Mensch, abserviert, endlich, Alter. So, und wieder dasselbe Prinzip wie sonst auch immer. Ihr kennt das ja schon. Was haben wir hier? Gut, Kompressor bringt uns jetzt eigentlich nichts, glaube ich. Und wir haben das Auto gewonnen. Nicht schlecht, dann können wir den anderen verkaufen, den LX8. Und Rockpot ist nun frei, das ist auch schön. Nächster Gegner, Blacklist 8. Jules war es, glaube ich. Jules, Jade Barrett, genau. Ein Wagen, Ford Mustang GT, Stärke, Dragrennen. Ja, ich glaube, bei der war ein Dragrennen dabei. Lebenslauf. Das süße Ding hier heißt Jules. Sie steht auf Big Blocks und Muscle Cars und hat sich schon jede Menge Meilen runtergespult. Oh, hat schon jede Menge Meilen runtergespult. Hups. Mach also bloß keine Dummheiten. Die hat echt Power unter der Haube. Ja, ja, schön, schön. Sogar mit einem Schönheitsfleck.
So. Gut so. Du bist jetzt Nummer 9 auf der Blacklist. Sieh dich gut um, das ist Rockport City. Ich habe noch einen Unterschlupf in der Nähe für dich klargemacht. Und zieh dir die Gegend rein. Jawohl. Aber bevor wir das tun... Gut, wir haben uns nichts mehr. Gehen wir gleich mal hier in den Shop, wenn wir hier schon stehen. Weil ich glaube, ein paar neue Teile müssen wir haben. Ja, mach weg das Symbol natürlich hier rein. So, mal gucken, ob wir leistungsmäßig hier... Ja, das liegt jetzt auch bei links ist noch dabei. Hier nicht. Getriebe neu. Krass. Alter, 32, das ist echt heftig. Ich glaube, mehr können wir uns auch nicht leisten. Hoffentlich ist nicht noch mehr dabei. Nitro nicht. Nein. Nein. Und naja, Bremsen wahrscheinlich auch nicht und Turbo nehme ich an auch nicht. Na, ist ja schon die letzte Stufe dann. Gut, dann haben wir jetzt hier noch diesen Super Pro Hinterzimmer. Und ja, das haben wir glaube ich beide schon drin. Ja, haben wir schon drin. Turbo auch. Sparen wir uns dann für unser zweites Auto auf. Welches das sein wird, weiß ich immer noch nicht. Ich bin am überlegen, ob ich nicht den von Dings behalten sollte. Glaube ich aber eher nicht. Dann gucken wir mal, wo sind wir hier von der Karte? Ich müsste jetzt hier runter und da ist der unter... Oh, das ist ja relativ nah, wa? So war es jetzt diese Richtung. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Ja, diese Richtung, dann sollte ich eigentlich relativ gut dahin kommen. So, jetzt, warte, jetzt rechts. Rechts, oder? Ja, ich glaube jetzt rechts und dann links runter. Ja, ich bin noch geradeaus und dann bin ich ja schon fast da. Ja, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Und da haben wir auch gleich eine Radarfalle, mal sehen. Oh, cool, das haben wir sogar geschafft. Haben wir gleich wieder ein bisschen Kopfgeld gut gemacht. Oh, nicht schlecht. Sind wir noch auf dem richtigen Kurs? Ja. Ich will nur noch geradeaus durchfahren. Ach ja, genau. Hier ist ja so das, wo wir... am Anfang hier die Kurve runtergekommen sind, wo dann unser Auto kaputt gegangen ist. Hier kam dann die Meldung von dieser Mia, hier sind glaube ich, ne? Und von links sind wir glaube ich gekommen und jetzt gehen wir schnell in den Unterschlupf hier. Da sind wir auch schon. Ja, ihr könnt mich am Arsch lecken. Nein, ich wollte mir die Wagen angucken. Das war's. Wagenauswahl. Na gut, der ist nicht viel besser. Bessere Beschleunigung, besseres Handling, aber schlechtere Höchstgeschwindigkeit. Ich glaube trotzdem, ich behalte den und den verkaufe ich. Man muss wieder Zeit gehen, so. Frage ich mich aber, wie konnte der beim Rennen so viel bessere Beschleunigung haben als ich? Weil egal. Jetzt guck ich mal kurz nach der Zeit. Ein bisschen Zeit ist noch, ja, geht noch. Dann machen wir jetzt mal weiter hier die Meilensteine. Welchen hatten wir gerade? 238, ja, das haben wir letztlich geschafft. Schon wieder 238 und da haben wir 214, nehmen wir erstmal noch den hier mit. Ich will... Ach, scheiß Maus. Ja. Gleich wieder ein bisschen Kopfgeld kassieren. Dann dürften wir auch bald über eine Mille haben, glaube ich. Oh, da rechts ist der Tuning Shop. Zu wissen, ne? Und die Sonne geht auf, gerade wo wir in Rockport sind. So, geschafft. Dann wieder ab zum Unterschlupf. Ihr kennt das Prozedere, ja. Auf jeden Fall brauchen wir... doch wir brauchen ein bisschen an Kopfgeld. Das schaffen wir aber lässig, wenn wir hier alle Meilensteine machen. Weil wir 60.000 pro Stück kriegen. Und wir jetzt schon... 900.000 irgendwas haben. Und, naja, 4 mal 6 sind 24. Also kriegen wir da schon mal 240.000 drauf. Das heißt, das sollte echt kein Problem werden. Genauso wenig wie das hier. Hier ist Mia. Glaubst du das? Ich hätte nie gedacht, dass die in Rockport so gut sind. Die haben echt alles geplant. Ich kenne diese Straßen schon lange, aber davon hatte ich keine Ahnung. Fahr los und mach dir selbst ein Bild. Wie alles? Was haben die denn bitte alles geplant? Hä? Ich hab da echt kein Lassen von. Egal, erstmal, wo ist hier was Maximales? Die beiden sind maximal, das heißt, das kommt zuerst dran. Oh nein.
Schon wieder ein Dingsens und so, ne? Und der hat einen Lamborghini. Ein Lamborghini! Und der Super will mich irgendwie voll zur Seite bashen. Oh. Ups, das habe ich leider verpeilt. Scheiße, jetzt bin ich richtig im Rückstand. Ich dachte, sonst bin ich ja gewohnt, dass da hinten abgesperrt ist. Man nicht hochkam und ja, da habe ich natürlich etwas an Zeit vergeudet. So geringfügig. Oh, und ich habe mich bisher noch gar nicht drüber aufgeregt, dass die alle längere Namen haben als ich. Aber bisher haben sie auch alle kürzere Namen, sehe ich. Also, beziehungsweise in dem Rennen jetzt. Earl hat da auch einen kürzeren, Jules müsste auch. Ja. Allzu viel länger sein. J-E-W-E-L-S. Das sind 6 Buchstaben, ich habe glaube ich 7 drin. Dann geht ja noch alles klar, ne? Hier noch relativ aufgeschlossen. Und ich wette mit euch, wenn ich auch da hochgefahren wäre, dann wäre ich trotzdem genau so in etwa an der gleichen Stelle wie jetzt eben. Wenn die das bestimmt so ein bisschen kalkulieren. Doch, so ein bisschen machen wir es bestimmt. Ah, da ist das nächste Ding. Bloß nicht. Ich wollte gerade sagen, bloß nicht irgendwo gegenfahren und schon war ich prompt irgendwo gegen. Zwar nicht gegen das Auto, aber ja, bin irgendwo gegen gefahren. Ein bisschen Vorsprung haben wir von der Geschwindigkeit her schon. Wir müssen jetzt nur noch hier auf der Strecke klarkommen. Oh, das geht eigentlich noch. Der Lamborghini ist vorne. Ah genau, und da wollte ich gerade auch noch zu sprechen kommen. Ein Lamborghini. Ob ihr das vielleicht kennt. Das ist irgendwie Rotkäppchen mit Autobegriffen. Heißt dann Radkäppchen und der böse Golf oder so. Und jetzt hilft das echt ganz cool eigentlich. Ich bin das Katalysator. Das ist alles schon ganz lustig. Solltet ihr euch vielleicht mal anhören. Ich glaube, also es müsste, glaube ich, Radkäppchen und der böse Golf heißen. Ist, glaube ich, aber auch schon ziemlich alt. Aber kann ich empfehlen. Genauso wie ich auch einige andere relativ lustige Sachen, finde ich, für mich persönlich relativ lustige Sachen weiterempfehlen kann. Einmal Lord of the Weed, falls ihr es immer noch nicht kennt, das müsst ihr gucken. Da habe ich auch mit Mika schon einige Diskussionen drüber gehabt, weil der das echt noch nicht kannte. Und als er sich das dann angeguckt hat, fand er das nicht so gut. Na, das kann ich nicht verstehen, das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist richtig geil. Das ist halt so eine 20-minütige, also zumindest die ersten 20 Minuten sind die ich gut finde. Die sind noch von dem Bloodpack Entertainment. Das ist halt eine recht lustige Nachvertonung von Herr der Ringe. Ich finde die echt immer wieder geil. Kann ich immer wieder drüber lachen. Oh scheiße, das war gar nicht gut. Vorbeigebrettert, hallo, ich bin auch hinter dir. Was auch noch geil ist, das heißt Bruce Lee Bam oder Bam. B-A-M einfach nur. Das ist einfach unser altes Interview mit Bruce Lee, was sie auch so richtig geil nachvertont haben, Alter. Das ist einfach nur Hammer. Geht zwar nur 2-3 Minuten. Ah, ich finde das extrem lustig, immer wieder. Und da gibt es halt immer so ein paar relativ coole Sachen, die ich schon ziemlich lange kenne eigentlich. Und wahrscheinlich gerade auch deshalb immer noch wieder so gut finde, weil ich halt noch, weil ich die schon so lange kenne, die sich bei mir schon so ein bisschen eingeprägt haben, sage ich mal. So, ich bin jetzt nichtsdestotrotz gerade am Versuchen zu entkommen. Da ich ja noch ein zweites Rennen habe, wo das Risiko maximal ist. Und dann macht sich das, finde ich, einfacher. Haben sie ja geschafft? 200 Kopfplätze, ja. Was soll's. Jetzt mal kurz das zweite Rennen gucken. Das war dieser Sprint hier, ne? Es ist exakt die gleiche. Ne, nicht ganz die gleiche, oder doch? Sieht aus wie die gleiche Strecke, frag mich nur, warum die hier länger ist und hier kürzer. Auf jeden Fall nur genau andersrum. Das finde ich nicht so gut. So rum hat sie mir besser gefallen, weil mit diesem Highway am Schluss, da kann ich immer schön die Leistung von meinem Wagen ausspielen. Weil man da nicht so viel Kurven hat und so. Na egal. War Jules.